In Italien und Frankreich gilt sie schon, die 3G-Regel. Demnach dürfen nur noch Geimpfte, Genesene oder Getestete den Nahverkehr nutzen. Das will Kanzlerin Merkel laut der Bild jetzt auch in Deutschland einführen. Und zwar sowohl für die Schiene als auch für Inlandsflüge. Bereits am Montag wurde die Thematik in Berlin im Corona-Kabinett besprochen. Bei langen Bahnfahrten zum Beispiel würde so das Risiko einer Infektion deutlich sinken. Die Opposition kritisiert die Aktion als unkontrollierbaren und überzogenen Aktionismus.